Oh doch, ich glaube jetzt. Nasty. Give it another shot. Fies, probier es nochmal? Was? Ich habe das Tutorial schon wieder verloren. Sehr gut. Hallo, ich bin live. Ey, Maxim, wie lange hast du bitte für das Tutorial gebraucht? Das ist ja übel komplex. Das ist wie in echt quasi, ne? Das ist ja echt ein Simulator. Ich habe jetzt im Tutorial alles zerstört irgendwie von ihm. Nur, ach so, nur die Lungen. Ich habe die jetzt irgendwie schon mit dem Hammer so mies erwischt. Ja. Blut ist auch egal. Okay, Blut, so, Lunge. Muss das irgendwie angeordnet sein? Irgendwie? Nee, ne? Ist egal. Das ist so wie in echt quasi, ne? Auch. Oh! Schön gemacht, sagt sie. Hier liegen überall noch seine Eingeweide rum. Sehr gut. Ich mach Blutstopf. Sag, wenn er blutet. Sag sofort, wenn er blutet. Er verliert ganz viel Blut. Spritze rein. Besser? Es ist alles drin. Es ist alles drin. Ach, Digga, sein Kopf ist ab. Ja, wer war das denn jetzt? Mach seinen Kopf wieder dran. Papu, mach seinen Kopf wieder ran jetzt. Och, Diggi, natürlich verliert er Blut, Mann. Sein Kopf ist ab. Okay, ja, also Blutspritze war da. Ich gebe ihm Blut. Okay, Blut, sehr gut. Hol mir Blutspritzen. So, klappt das? Er hat das Herz raus. Blut mehr. Doch, er kriegt Blut. Wir haben keine Ersatzspritzen mehr. Doch. Ich hol die neue. Der Kopf immer noch ab? Ich hab noch eine Spritze. Mach doch jetzt einfach den Kopf wieder ran. Spritze über den Boden rollen. Alle, geh weg, Papa! Jetzt lass mich doch den Kopf nehmen! So. Der Kopf ist schon ganz grau. Ja, jetzt hab ich ihn. Okay, erst Kopf ist wieder dran. Perfekt. Echt? Das geht? Wir haben nicht verloren. Wir sind gut. Das Herz ist raus. Wir brauchen ein neues Herz. Wo kommt das neue Herz? Das kommt doch rechts. Du musst das alte Herz da hinlegen. Genau. Hab ich gemacht. Rechts neben der Tür müsste eigentlich was rauskommen. Hab ihn aufgeladen. Das liegt hier. Hier steht Herz oder Herz. Ah, okay. Warte, nee, ich hab hier so ein... Es sind einfach alle Spritzen leer, wir haben keine Joker mehr. Ah, eine Blutspritze haben wir noch. Warte, wo ist denn das Herz? Wo ist denn der Kühlschrank? Das ist hier eine Lunge. Direkt in die Eier. Oh Mann, das tut mir echt leid, aber egal. Oh. Hast du beide Lungen reingeworfen? Eine erstmal. Ich glaube, mal die andere. Zwischen seinen Beinen, genau. Alter! Was los? Ja, das war's. Auftrag verloren. Was los? Was passiert? Ja. Beine abgerissen. Oh mein Gott, wie gut sind wir? Ich hab das Herz. Oh Mann, wir haben nur noch wenig Blut. Was ist das alte Herz? Nein, ich hab ein neues Herz. Ach so, dann rein. Ich rein jetzt. Auf den Kühlschrank. Ich komm. Keine Spritzen mehr. Los. Wie hältst du das denn komisch? Warte mal, ist das hier ein Lungenflügel? Der muss raus. Egal, tu es mal rein. Oh mein Gott! Alter, das geht nicht zu wegen der Spritze. Das geht zu wegen. Deine Lunge liegt noch verklemmt in der Tür. Ich klemme die Flossen hier dran. Hit die mal auf. Ich kann nicht. Also ich hab sie, aber ich stacke. Zieh sie weg. Egal, dahin ist abgeschlossen, let's go. Ja, war sauber, Jungs, sauber. Also jetzt, wo es vorbei ist, kann ich sagen, ich habe aus Versehen mit der Spritze, als ich ihm die Blutung stoppen wollte, ich wusste nicht, dass das geht, die Spritze ist ja vorne auch sehr spitz, aber dann habe ich in die Kehle komplett durchgeschnitten und deswegen hat er so massiv viel Blut verloren. Genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Aber unter 10 Minuten und wir haben ihn geheilt. Ja. Das war einfach. Das war krass. Ja. Sobald du irgendwas an den Gliedmaßen machst, trennt er die sofort ab. Der kann nichts ab. Genau. Ich streiche ihn vorsichtig über das Gesicht, Kopf ist ab. Ja. Ein schönes Spiel. Sehr, sehr gut. Schön. Ich fand auch, dass wir richtig gut sind. Auch einen besseren Bob. Unter 6. Wir haben die Technologie. Ja, der braucht bessere Arme, ne? Okay, warte mal, schauen wir uns keine Arme raus. Genau, nicht einfach rausreißen. Nicht rausreißen. Erstmal die Spritzen holen hier. Warte mal. Aber hier liegen schon drei. Das ist alles super. Ich kann hier nicht durch. Kann ich hier unten durch? Wir müssen den Raum da drüben freischalten. Das ist ja nicht schlecht. Okay, also ich hab. Okay, ich hol. Nee, warte. I really don't know why these doors are locked. Wir müssen erstmal alle Türen freischalten. Der mit dem Bein an. Könnt ihr vielleicht einen Arm abreißen? Nee, geht nicht. Nee, noch nichts abreißen. Der Bob bleibt erstmal liegen. Nein, wir reißen jetzt die Arme ab und setzen ihm ein Bein ran. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Da braucht der vier Paar. Der braucht ja auch Schuhe. Der hat sich das so gewünscht. Die Bälle kann man nicht nehmen, habe ich mir. Doch, kann man. Hier, zack, ich hab die Tür aufgemacht. Ein Ball? Das unbedingt machen, oder? Ja, hier. Du kannst den Ball so drüber werfen. Das ist ein Puzzle. Das ist ein Puzzle? Okay. Ja, leg das Bein. Okay, und da drüben ist da auch noch ein Raum. Nee, also hier sind die Sägen. Okay, Sägen ist schon mal sowas. Das ist aber ein Sägen. Ja, hol die mal.
Aber brauchen wir wirklich, wenn wir so stark sind, brauchen wir wirklich eine Säge? Gescheitert! Oh, wie ist das denn passiert? Wir haben einfach ein bisschen lang gewartet. Ich glaube, das war Papo ein bisschen. Nein, war ich nicht. Echt? Ja, nein, war er. Nee, gemacht. Ich hab ihm seinen Arm aus Versehen abgerissen. Ja, das klingt nach was gemacht. Blut, Junge. Der ist schon tot geboren. Meine Zuschauer fragen die ganze Zeit, warum wir das nicht hinkriegen, ob das VR ist. Es ist fast wie vorher. Ja, fast. So, warte mal, hier kommen die alten Arme hin. Das mache ich mal. Und hier kann man die das neuen Arme. Das ist unkontrolliert. Rein. Also. Wann kommen denn die neuen Arme? Die kommen gar nicht. So viele Beine haben wir gar nicht, ne? Wir müssen sparsam umgehen. Wir kriegen nur drei Beine. Haben wir eine Spritze? Ja, hier wieder so eine. Ich habe eine Spritze. Ja. Eine grüne? Gelbe meinst du? Ja, eine gelbe. Genau. Liegt hier eine auf dem Tisch. Bei mir. Oh, okay, er hat ganz wenig Blut. Wir geben ihm erstmal Blut, weil er hat quasi gar kein Blut. Ja, also wenn wir irgendwas machen, ist es sofort Verlust. Also, erstmal Blut. Muss ich nee, warte mal, du nimmst den Blut raus so, oder? Nee, du kannst ihm auch Blut spritzen. Wie mache ich das? Einfach noch rein? Einfach reinhalten, genau. Reinhalten. Es muss nur voll sein. Wenn es leer ist, saugst du ab, glaube ich. Okay. Soll ich den Arm abreißen? Wir haben noch keinen Ersatzarm, oder? Warte mal, wir machen erstmal noch ein bisschen mehr Blut in den Boy. Okay, das mach mal richtig Blut rein da. Aber wir haben ja eh nur... Oh, hier ist übrigens... Okay, er hat Blut. Ey, geht das denn mit dem Bein, dass man das Bein daran macht, wo der Arm war? Ja, das geht. Hier diese Kühlkiste, ist das vielleicht, was da drin ist? Ist das wichtig? Oh ja. Was ist das? Sehr gut, ist rausgefallen. Das ist echt eine Aubergine. Ich hatte den Chat gerade also Arme ab, das ist auf jeden Fall wichtig. Wir machen auf jeden Fall Arme ab und machen die Beine dran, oder? Ja, los, ich bin ready, ich halte das Bein. Okay, Maxim Sieg, ich würde fast sagen, du bist der Chefarzt, du kannst es hier am besten. So, also, hol die Spritzen. Okay. Achtung. So, ich hole auch noch ihr müsst Spritzen holen, damit ich jetzt hier in Ruhe sägen kann. Okay, los. Okay, seid ihr bereit? Sehr gut. Sehr gut. Er verliert ganz wenig Blut nur. Ja, weil ich das so gut mache. Okay, und let's go. Bein dran. Bein ran. So. Okay, und jetzt die andere Seite. Ja, warte. Das funktioniert gerade überraschend gut. Ja, ne? Warte. Dafür, dass das ein Verbrechen wieder die Natur ist, was wir hier machen. Wieso? Wir verbessern ihn. Das ist, verbessert. Blut, viel Blut? Ja, Blutspritzen rein. Wo ist die Spritze? Ja. Blutstiller. Okay, nice. Alter, bin ich schnell. Er verliert immer noch ein bisschen Blut. Okay, hier. Die letzte Stiller. Spritze kommt. Wo sind die Blutstiller? Oh, er verliert richtig viel Blut. Alter, halt das Ding da rein ordentlich. So. Alter, warum machst du das Bein ab? Ich hier die Blutspritze mache. Stell dich doch mal gerade hin, du hockst. Ja, aber weißt du, dass ich okay. So, also okay, Blut läuft nicht. Wir haben's verbessert. Okay, es reicht. Fertig, abschicken. Warte mal. Okay. Haben wir gewonnen? Also, die alten Beine müssen wir erstmal wegtun. Das ist ja die müssen dann noch, die müssen wir, glaube ich, noch reinschmeißen oder was? Sieht ganz weird aus. Die müssen da hinten hin. Lösung. Ach so. Jetzt echt? Das ist ein Übergangsbein. Sauber. Ich glaube auch, das wäre irgendwie der Trick. Aber denkt dran, linke Arme und rechte Arme müssen auf die richtige Seite. Ja. Sicher? Ja, ich weiß. Ich hab mich gelangweilt. Aber wir machen so, ja? Wir machen Zweierteams. Einer reißt ab. Fertig. Aber ich dachte Sägen. Fertig. Okay. Ich reiß ab. Los, ran. Let's go. Sau gut. Geil, Alter. High five, Leute. Morgen auf die Uni. Ja, schön. Lass es bitte. Das ist Hammer. Oh Gott, so, also wenn wir den schaffen, ist krass. Was bringt eigentlich das Skalpell? Das wurde im Tutorial nicht erklärt. Hier sind ja auch Arme, das heißt, wir müssen gar keine Arme reinpacken. Aber sind das vielleicht alte? Weiß ich gar nicht. Achtung, den Skalpell, bitte. Ich nehme auf jeden Fall erstmal so ein Skalpell mit. This is so embarrassing. Oh, pass auf! Julian. Alter, mit Messer voran, Skalpell voran, die Gegend laufen. Alles macht man doch nicht. Einen Arm. Aua. Wo kann man den denn quasi lass das bitte, Maxim? Anfordern? Oh, ich halte Händchen mit dem. Nee, das ist so ein Kühlraum. Ja, nehmen wir daraus, okay. Braucht ihr noch mehr als einen Arm? Nee, ja. Brauchen wir nur den. Also da unten kann man auch noch einen Raum freischalten mit einem anderen Arm. Genau, ich geh mal hoch. Ja, wir gucken mal den hier an. Ist das der linke oder rechte Arm? Egal, einfach rein. Eben noch eine Spritze, glaube ich, sogar. So, naja. Mal, wirf den da rein, Junge. Einmal einfach reintun, sonst einfach. Ja, jetzt. Sauber. Okay. Ja, let's go. Wie ist die Arbeitsaufteilung? 55. Wir gucken erstmal, was das Problem ist. So, also er hat eine Menge Blut, das ist schon mal gut. Noch. Wir müssen den Dickdarm rausnehmen, den rechten Arm, also von mir aus wohlgemerkt. Also da, ja, wo jetzt... Der Dickdarm ist das Blaue. Und den... Und das linke Bein von mir aus. Also, soll ich den Dickdarm rausnehmen? Warte, nee, noch nicht. Dann fängt er an zu... Oder? Weiß ich nicht. Probier mal. Nimm mal raus. Ich nehme ihn mal raus, ja? Nimm ihn mal raus. Wie sieht's aus mit dem Blut? Der verliert 10. Oh shit, okay. Ich spritze. Okay, perfekt. Wo tue ich den alten Dickdarm hin? Warte, nicht alles rein.
Alter, sie ist leer, Mann. Das, also das, was da drin geblieben ist, hätte auch lassen können. So, okay, also das schon mal raus. Kann ich den Rest haben? Sehr gut. Also, Beinmechanik. Ich spritze mal erstmal ein bisschen wieder Blut rein. Ich würde aber sagen, wir nehmen Bein. Leute, ich habe den neuen Dickdarm schon. Ich spiele das Spiel alleine durch. Guck dir das mal an. Ja, hol mal den Dickdarm. Wir brauchen ein Bein. Also, wenn wir das Bein abreißen, halt, muss es gestopft nicht rein. Werden. Ich stopp mal ganz kurz, so. Okay. Willst du sägen, Simon? Ich würde es gerne mal versuchen. Ist der fest? Go. Maxima als Chefarzt, kannst du mal drüber gucken? Ist der fest, der Dickdarm? Aber wie sägt man jetzt Lass nur mal ein ganz Bein? Kurz an meinen Monitor schauen. Nee, der ist noch nicht fest. Der sägt jetzt wahrscheinlich gleich. Ah, okay, es wird ja, nee, ey, das wird ja aus. Schon rot, was soll das denn? Alter, was machst du? Oh mein Gott, du hast ihn zerschnitten. Dagegen gelaufen. Na, nee, ist gut. Ist nur, er verliert nur einen. Es tut mir leid. Okay. Also sagt, wenn ich sägen soll, dann versuche ich's. So. Nee, warte, wir müssen das Bein absägen. Dieses Bein hier. Das genau. Hier. Durch? Probier mal, aber ganz vorsichtig. Ja, ich weiß gar nicht, oh mein Gott, ich hatte den Dickdarm gerade erst geholt. Sind da Striche zu sehen? Da, Leute? Da sind grüne, jetzt ist grün. Bei dem Bein. Ja, aber es passiert nichts, oder? Doch. Er verliert immer mehr die Farbe muss sich ändern. 106 Blut. Das wird rot. Ja, aber Bein ist weg. Spritze. Ja, gelbe Spritzen, bitte ganz schnell. Wieso schneidet ihr ihn alles auf einmal ab? So. Gelbe Spritzen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich weiß nicht wo, warum haben wir die nicht vorher geholt? Das hab ich doch gesagt. Bin ich zu leise? Ja, bist du. Scheiße, der Typ blutet. Blutstopper rein. Oh, ist ein Schritt, aber egal. Ich glaube, das zieht. Spritzen, dann passiert's. Ach so. Komplett alles drin. So, also, ist alles drin? Wir machen jetzt hier so einen Notfallpömpel rein. So. Ey, man kann hier im OP auch also, eine jetzt brauchen bekommen. Wir das alte Bein. Wo ist das Bein? Das liegt hier unten. Sein Arm ist grün geworden. Das sieht nicht so gut aus. Ja, das passiert manchmal. Nee, der stirbt halt ab, der Arm, ne? Ja, aber echt? Ich brauche auch keine mehr. Also, das Bein muss jetzt aber irgendwo, genau, da oben muss es hin, sondern, ja komm mit. Das muss hier rein. Das sieht auch nicht so ganz gut aus. Irgendwie ist die Blutung hier noch nicht angekommen. Warte, blutet der oder nicht? Nee, der Arm wird nicht durchblutet. Ah, ist nicht so wichtig. Echt nicht? So. Okay. Nein, also das Bein da rein. Ja gut, weil es ein Arm ist, ne? Ja gut, da ist das neue Bein. Neues Bein, das nimmst du mit. Neues Bein ist ready, Leute. Denk dran, wieder Blutungsspritzen vorbereiten, weil okay, wir müssen dann das nehme ich jetzt Bein mal die ausreißen. Blutungsspritze. Das hat gerade mit dem Sägen ja nicht so geklappt. Nee, das Sägen macht weniger Blutungsschaden. Ich nehme ihn an die Hand, dass er sich ein bisschen beruhigt, okay? Okay, bist du ready? Soll ich abreißen? Moment. Okay. Warte. Und der dritte Arm wird abgerissen. Zack, los. Zack. Nice. Okay. Er blutet nicht. Wir haben sehr gut gearbeitet. Wir müssen nur noch den Arm abreißen hier und einen neuen Arm reinfügen. Oh, weiter! Oh Gott! Halt zu! Blutstoppung! Ist drin. Blutstopper nice, ist drin? Nice, schön. Sehr gut, ich hab gestoppt. Hast okay, du mit Arm deinem her. Arm gerade, hältst du an die Wunde? Ja. Und das geht? Ja. Das ist ja fantastisch. Nein, der Stopper macht das geht nicht. Ah ja, okay. Aber ich hab mich gut gefühlt, als hätte aber ich mitgeholfen. Mega gut gefühlt. Alter, der ist ja... Um Gefühle geht's ja auch so ein Stück das weit. Das ganze Gelenk da, das ist ja furchtbar. Neuer Arm? Hast jemand einen neuen Arm? Ah, du bist gerade vorbeirennen, hast du den Arm abgerissen. Wer? Mach den Arm wieder ran. Wer war das? Ja, der vorbeigerannt ist, ich weiß nicht, wer es war. Aber wichtig. Ich kann's nicht mehr stoppen. Was ist los? Mann, ihm fallen einfach so die Arme ab. Wir hatten das angenäht. So, der andere Arm. Nimm mal die Spritze aus deinem Auge. Stopp. Er blutet nicht. Wir haben noch eine Blutstopper-Geschichte. Okay, das ist aber gut. Wir haben jetzt aber alles theoretisch gemacht. Der Dickdarm. Außer der Darm ist vielleicht nicht tief genug drin. Ich versuche den Darm ein bisschen. Oh Gott, ich breche mir den. Oh Gott! Ja, let's go! Hast du das gesehen, wie ich ihn geheilt habe? Mega. Ja. Ich habe ihm seinen Dickdarm ins Gesicht gehauen, bis er geheilt war. Yeah! Yeah! Ja, in-game sieht das scheiße aus. Aber ist mega cool. Yeah. Aber geiles Game. Also das Game ist geil, das werde ich safe nochmal zocken. Ja, ich auch. Gut, Simon, willst du abmoderieren? Mache ich natürlich gerne. Das war Surgeon Simulator im Koop-Modus. Auf jeden Fall weiß man dann nie so recht, wer wirklich schuld war. Das ist das Gute daran. Man kann die Schuld nicht nur auf eine Person, es sind viele daran beteiligt, dass dieser Mensch jetzt hier gestorben ist. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem, was jetzt kommt.